Hallo zurück zu Plug Inc. Evolve. Wir haben ja unsere Bakterien freigelassen, und zwar mit dem Namen Hirnfresser. Haben jetzt ja Westafrika eigentlich so gut wie infiziert, das komplette Land. Gehen dann gleich mal auf Spieladen. Ihr seht es ja hier. Ist natürlich schon komplett alles infiziert. Natürlich haben wir hier das ganze Eck hier unten schon fast infiziert. Libyen, Algerien, Zentralafrika, Westafrika, alles infiziert. Wir gehen jetzt hier nach Brasilien gerade hier rüben weiter. Können unseren Virus jetzt wirklich sehr, sehr schön weiter immun machen gegen das ganze Zeug hier. Wir werden jetzt mal noch Nagetiere dazu nehmen. 13 DNA-Punkte, dann werden wir die Vögel noch dazu nehmen. 9 Punkte haben wir noch. Symptome, Fähigkeiten haben wir jetzt leider keine mehr. Dann werden wir die Symptome noch dazu nehmen, und zwar den Ausschlag. Die Haut ist mit Blasen überzogen und schmerzt. Ansteckungsgefahr wird leicht erhöht. Natürlich. 3 Punkte haben wir noch. Ja, wir sehen es, unsere Bakterien werden größer. Tödlichkeit sind wir zwar noch nicht allzu hoch, aber das werden wir auf jeden Fall noch machen. Das wird im Laufe der Zeit dann alles noch passieren. Wir brauchen auf jeden Fall unbedingt mehr DNA-Punkte. Komm. Die Zahl der Toten steigt auf jeden Fall. Hier ist es noch nicht allzu viel. In Westafrika haben wir schon fast 500.000 jetzt an Toten. Also hier drüben kann man reinzoomen. Braucht man ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Das kann man mit dem Mausrad auch machen. Also wirklich viel vom Spiel kann man jetzt eigentlich nicht einstellen. Wie gesagt, man kann hier oben jetzt einmal nur schneller machen, kann auf die Weltkarte gehen, wie viel momentan infiziert sind, 12%. Man kann halt hier unten gucken, was ist infiziert und was noch nicht. Forschungspriorität ist Mittel, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil der Erreger sich so schnell ausbreitet, da müssen die doch schon auf extrem hoch sein. Heilmittel ETA, 1 Jahr und 95 Tage bis zum Abschluss. Oh, da müssen wir natürlich dann aufpassen. Die haben nämlich schon 13% hier vom Heilmittel entworfen. Kalte Gebiete haben wir hier oben. Warme Gebiete, hier müsste das hier sein, oder? Heiße Länder hier unten. Ja, das sind die humide Länder, Ein- und Ausblendner, aride Länder. Also hier oben müsst ihr halt gucken, ja, dass ihr euren Virus ja so herstellt, wo er halt gerade im Moment ist. Dann wir mal schnell alles ausblenden hier. Heiße Länder, zum Beispiel hier unten, dass er halt gegen Hitze immun ist. Das haben wir ja schon gemacht gegen Hitze, zwar nur auf die erste Stufe. Milliardenschwere Schäden in Australien. Wu rechnet, dass es Jahre dauern wird, alle Schäden an Unternehmen, Wohn- und Forschungseinrichtungen zu beheben. Ja, komm. 12 Infizierte, 1205 Tote. Sind die jetzt hier alle mit den... Waren die vielleicht hier zu Besuch, weil die jetzt alle gestorben sind hier unten? Das Alltagsleben in Australien steht durch Hirnfresser vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Wir sehen, wir haben 13 Infizierte, aber schon 1210 Tote. Die Menschen in Australien sterben schneller, als neue Menschen infiziert werden. Ja, das sieht man hier unten. Kranke Scheiße ist dieses Spiel, ey. Hirnfresser hat das Abszess-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Mal gleich mal gucken hier. Jetzt war das das hier, oder? Ne, das können wir in erforschen. Lähmung, Anfälle. Achso, die sind alle schon entwickelt hier. Tumore, komm, Tumor nehmen wir dazu. Wir haben noch 9 Punkte. Dann nehmen wir die Anfälle oder Übelkeit. Beim Küssner, Chance auf Infektion und Verbreitung von Erregern in die Umgebung. Vor allem in besonders dicht besiedelten urbanen Gebieten. Nehmen wir dazu.
So sind unsere Punkte jetzt erstmal wieder aufgebraucht, müssen wir uns auf jeden Fall schnell neue Punkte holen. Je mehr Menschen Hirnfresser quält und tötet, desto stärker werden diese versuchen, ein Heilmittel zu finden. Denk daran, wenn du deine Krankheit weiterentwickelst. Ja, wir brauchen unbedingt neue Punkte. Wie schaut es denn hier unten aus? Na, hier greift er langsam über. Nee, das Heilmittel lasse ich euch nicht so schnell zu. Oh, es wird schneller. Die Angst vor Hirnfresser führt zur Panik am globalen Wirtschaftsmarkt. Jegliche wirtschaftliche Tätigkeit sowie der Handel über Land, Luft und Wasser nehmen ab. Nee, das sollte eigentlich nicht so sein. Ihr solltet den Virus nur schön rumbringen. Das Heilmittel gegen Hirnfresser ist zu 25% fertiggestellt. Na, müssen wir den auf jeden Fall wieder dann was Neues machen. Wir brauchen unbedingt Punkte. Halt. Schnell alles anklicken. So, Hirnfresser, Übertragbarkeit. Luft brauchen wir. Nagetiere. Munition, Blut. 14 Punkte, dann hätten wir noch 14. Jetzt werden wir das mal nehmen. Hier kann man nichts mehr machen. Symptome kann man noch was machen. Fähigkeiten. So. Antibiotika, DNS-Stämme. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste hier. Jetzt machen wir erstmal schnell die heißen Länder. Das haben wir doch noch nicht gemacht. Ich habe gedacht, dass ich das schon gemacht habe. Habe ich leider noch nicht. Oh, und er geht immer weiter. Ihr seht es langsam, wie er hier alles infiziert hier unten. Ne? Hier unten müssen wir jetzt eigentlich schon alles haben. Wie schaut es auf der Weltkarte aus? 23% haben wir schon infiziert. Tote, 16 Millionen Tote hat unser Virus schon ins Gras beißen lassen. Oh, und der verbreitet sich sehr, sehr schnell. Der verbreitet sich wirklich sehr, sehr schnell jetzt. Hirnfresser hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Wir sind bei 42% vom Heilmittel. Die Entwicklung eines Heilmittels kann auf zwei Arten bekämpft werden. Entwickle aggressive Symptome, um Länder zu vernichten, auffälliger. Oder Heilmittelresistenz, subtiler. Tja. Heilmittelresistenz. Ja, das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Halt, das nehmen wir noch schnell mit. So, Fähigkeit wegen Heilmittel. Der Erreger lässt sich im Labor nicht reproduzieren, senkt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit. Das brauchen wir jetzt. Ich hoffe, dass es dann wieder ein bisschen runter geht oder dass die nicht allzu schnell weiterkommen. Ah, doch, die kommen wir schon sehr, sehr weit hier mit der Forschung. Das Heilmittel gegen Hirnfresser ist zu 50% fertiggestellt. Jetzt müssen wir uns aber mal beeilen. Flughäfen geschlossen, scheiße. Hirnfresser hat das Lungenentzündungssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. 56%, Leute, komm, ich brauche mehr DNS-Punkte. 54 Punkte, das ist gut. Das ist gut. Arzneimittelresistenz. Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 3 und 4. Erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. 30 Punkte, dann haben wir noch 24. Verdichtender bakterieller Mantel, der die Überlebensfähigkeit von Bakterien in allen Klimaregionen weiter verbessert. Können wir machen. Dann machen wir das gegen das Antibiotika. Haben wir noch 11 Punkte. Symptome müssen wir noch ein bisschen was machen. Schwitzen. Niesen. Niesen. Ja. Niesen tun viele Leute. Vielleicht geht es da noch ein bisschen schneller voran hier. So, bringt das mal alles schön hier rüber. Komm. Neue Statistiken zeigen, dass Hirnfresser mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahin gerafft hat. Schlimmer als die Pest.
Schlimmer als die Pest. So, übertragbar. Können wir da noch was machen hier? Nein, 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 nein. Da geht nichts mehr. Symptome entwickeln. Können wir nichts mehr machen. Ah, die werden aber bestimmt das Heilmittel eher finden, bevor ich das alles hier habe. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Hirnfresser. Ah. Ja, komm, die Hälfte müssen wir doch. Ist er jetzt eigentlich schon in Deutschland? Ah, in Deutschland ist er auch schon. Na, es sind immer viele, die was jetzt nicht infiziert sind. 84% sind infiziert, 15 sind noch gesund. Das werden wir doch jetzt wohl noch schaffen. So, jetzt geht es in Australien richtig los hier unten. Hirnfresser hat das systemische Infektionssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. So. Fähigkeiten. Erstmal hier von den kalten Gebieten. Da kann man nichts mehr machen. 18 Punkte. Lungenödem. Potenziell tödliche Herzstörung verursachen Versagen des Atmungssystems. Erreger wird in die Luft abgegeben. Natürlich brauchen wir auch. So, wenn wir Glück haben. Wie schaut's aus? 10% haben wir noch. Komm. Kanada. Ja, ist noch nicht allzu groß. Wie schaut's mit Russland aus? Das Heilmittel gegen Hirnfresser ist zu 75% fertiggestellt. So, jetzt wird's aber ein bisschen eng. Neue Statistiken zeigen, dass Hirnfresser mehr als 120 Millionen Menschen weltweit hingerafft hat. Schlimmer als die spanische Grippe. Komm, wir brauchen was. 77% hat er. Das Heilmittel gegen Hirnfresser ist fast fertiggestellt. Entwickle Genombildung, um deine DNS zu verschlüsseln und es Menschen zu erschweren, ein Heilmittel zu entwickeln. Genombildung. Was ist das hier? Genombildung, das brauchen wir. 25 DNA-Punkte. So, DNA-Punkte, kommt bitte schnell. Einen noch. Einen noch. Jetzt machen wir aber schnell weiterentwickeln. Da brauchen wir die 2. 30 Punkte. Schnell, schnell, schnell. Ah, neue Statistiken zufolge ist Hirnfresser die tödlichste Seuche aller Zeiten. Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit sind daran gestorben. Schlimmer als die Pocken. Wir brauchen DNS-Punkte. 76%. Schnell, macht hin, ey. Schnell, 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 schnell. Komm. Oh. Da greift er jetzt schon extrem über hier. 80%. Komm. Hirnfresser hat das Durchfallsymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Wir brauchen Punkte. Sind bei 82%. Schnell, gib uns Punkte. Oh, 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 jetzt steigt es aber schon langsam hier unten. Mm-mm. Komm, 11 DNS-Punkte. Macht hin. 90, die haben gleich das Gegenmittel. Wie schaut's hier aus? 6% haben wir noch, 17 sind tot. Trotz des Referendums hat die Premierministerin entschieden, den Brexit aufgrund von Hirnfresser abzusagen. Befürworter des Austrittsabkommens beschuldigen sie des Landesverrats. Komm, ich brauche jetzt wirklich schnell Punkte. Die sind bei 92%. 94. Das Heilmittel gegen Hirnfresser ist zu 95% fertiggestellt und wird in Kürze eingesetzt. Scheiße, wir kriegen die Punkte nicht zusammen. 4% noch. Ne, das werden wir nicht schaffen. Oh, jetzt verbreitet es sich aber rasend schnell. Komm, komm, komm. Nein, die haben gleich das Heilmittel. Symptome übertragen. Über was lassen wir übertragen? Über Wasser. Schnell. Das Heilmittel gegen Hirnfresser ist fertiggestellt und wird weltweit eingesetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die regenerieren sich alle hier.
Die Welt hat eine verheerende Seuche überlebt und wird Hirnfresser bald ausrotten. Obwohl ein Großteil der Welt vernichtet wurde, werden die Überlebenden sie wieder aufbauen. Kriege ich jetzt überhaupt keine Punkte mehr? Ist das Spiel dann somit vorbei? Niederlage. Scheiße. Hirnfresser ist ausgerottet worden. Mist. Mist, Mist, Mist. Seuche ausgerottet. Ja, war jetzt für den ersten Anfang nicht einmal schlecht. Bakterien normal, also wir müssen dann auf jeden Fall schauen, dass wir die Ausbreitung schneller vorankriegen. Also wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir dann ein Land finden, ne, wo wirklich viel Flugverkehr und Schiffverkehr hat, damit es auch wirklich sehr, sehr schnell hier weltweit übertragen wird. Das hier mit Westafrika war jetzt ein bisschen blöd. Wie gesagt, die haben nur einen Hafen. Da dauert das alles ein bisschen. Gesamtwertung 53. Meine Bakterie genannt Hirnfresser wurde gerade in 723 Tagen ausgerottet. Scheiße, scheiße, scheiße. Spaß gemacht kann man die Spiele nicht sagen, weil dann wird man gleich sonst war eigentlich hingestellt. Schön war es trotzdem. Ihr sollt euch aber drüber bitte nicht erfreuen, irgendwelche Leute auszulöschen. Es ist wirklich nur ein Spiel. Spielt es, habt keine blöden Hintergedanken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir dann neue Bakterien auf den Markt bringen. Und ich hoffe, dass wir dann diesmal das schaffen. Euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.